95.000 Euro für 20% Firmenanteile wollte der Gründer Dr. Christopher Wupp in der Startup-Show Die Höhle der Löwen für sein Angelköder-Unternehmen eCarpio erhalten. So viel Geld für eine Angelköder-Innovation? Was genau macht sein Produkt innovativer und fängiger für uns Angler? Ist da was dran oder nur viel heiße Luft? All das finden wir in der heutigen Folge. Ich teste Höhle der Löwen-Angelköder heraus. Leute. Die Höhle der Löwen ist wohl die bekannteste Gründershow Deutschlands. Bei dieser Show kommen Gründer oder eben Innovatoren aus allen verschiedenen Bereichen der Marktwirtschaft und präsentieren ihre Ideen, hoffen mit ihrem Pitch Investments einsacken zu können. Die Investoren sind hier die sogenannten Löwen, dazu gehören Leute wie Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder eben Ralf Dümmel. Am 17.09.2019 kam es zu einer ganz besonderen, für uns Angler besonders interessanten Höhle der Löwen Ausgabe, weil der Innovator und ja, Unternehmensgründer Dr. Christopher Wupp seine innovative Angelködermarke eCarpio den Investoren vorstellte. Sein Geschäftsmodell stellte Dr. Wupp den Investoren so simpel wie genial vor. Die Raubfische halten die Kunstköder aufgrund des Geruchs für potenzielle Beute und werden so eher anbeißen, als wenn kein Geruchsstoff vorhanden ist. Dieses Prinzip macht natürlich total Sinn, ist den versierteren Anglern unter uns aber keine wirkliche Neuheit. Viele Angler unter uns kennen natürlich so ein Produkt schon, wie zum Beispiel den Ilex Nitro Booster. Das ist quasi eine Geruchspaste, die man einfach auf den Kunstköder aufträgt und die am Ende genau denselben Effekt haben soll, wie der eCarpio-Gründer von seinem innovativen Produkt selbst verspricht. Doch bei eCarpio soll der Geruchsstoff nicht durch eine Paste aufgetragen werden, so wie wir es schon kennen, sondern eben durch eine Kapsel vor dem Köder befestigt werden und in dieser Kapsel befindet sich eine kleine Dufttablette und dieser Duft soll dann die Raubfische ja noch mehr anlocken auf den Kunstköder. Kann sowas funktionieren? Ist so ein System wirklich fängiger für uns Angler? Die Investoren bei Die Höhle der Löwen waren allerdings sichtlich beeindruckt. So zögerte Carsten Maschmeyer, wohl der bekannteste Investor der Show, nicht lange und investierte 95.000 Euro in diese Firma eCarpio und erhielt dafür rund 20% Firmenanteile. Mit diesem Deal war das Unternehmen eCarpio also 2019 zum Zeitpunkt 475.000 Euro wert. Total überhyped oder wirklich den Preis wert? Denn ein vergleichbares Investment in einen Angelköder gab es noch nie und erst recht nicht bei Die Höhle der Löwen. Für euch da draußen war ich mal so frei und habe mir das Ganze genauer angeschaut. Auf der Webseite von eCarpio, muss ich sagen, wurde ich zunächst einmal wirklich von Produkten erschlagen. Es macht für mich direkt den Anschein, als würde es bei eCarpio schon lange nicht mehr nur um Duftkapseln für Kunstköder gehen, sondern generell um Angelköder, die jeglichen Bereich des Angelns abdecken sollen. Der einfachste Weg, die Grundlage des Produkts, also diesen Duftstoff zu testen, war für mich also einfach das all-inklusive Set zu kaufen. Und dieses Schnupperset des Produkts kostet lappige 40 Euro. Leute, für dieses Big Invest kommen wir jetzt zu unserem Gentleman's Agreement. Ich bitte euch jetzt den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, ganz wichtig, um kein Video mehr zu verpassen. Dankeschön. Als dieses Produkt, Leute, vor einigen Tagen bei mir angekommen ist, muss ich sagen, war ich wirklich erstaunt. Für 40 Euro, ich weiß nicht, ich habe irgendwie was Größeres erwartet. Ich würde sagen, wir packen das jetzt zusammen aus und schauen uns an, was da drin ist, wie das verpackt ist und testen es am Ende auch am Wasser natürlich. Also, wir sehen auf jeden Fall zwei größere Verpackungen. Ich schätze mal, das sind die Duftstoffe, Tasty Garnele und Stinky Herring. Die konnte ich mir übrigens nicht aussuchen, sondern die waren bei diesem Starter-Set ja, quasi vorgegeben. Das sind die zwei Duftstoffe, die machen wir gleich mal auf. Und dazu noch diese zwei Kapseln, eCarpio-Kapseln. Hier ist auch schon eine kleine Anleitung, sehe ich. Capsels, zwei Stück anscheinend. Die muss man hier so, hier ist nochmal ein bisschen erklärt, irgendwie vor einem Wobbler oder so davor montieren. Und das hier ist ein Transparent. Achso, das sind zwei verschiedene Farben quasi, orange und transparent. Wir machen mal so eine auf und schauen uns mal an, wie das Ganze aussieht. Okay, wir haben jetzt hier zwei orangene Kapseln. Gucken, wie man die aufkriegt. Okay, einfach so. Okay, oben und unten Löcher, damit der Duftstoff wahrscheinlich austreten kann. Ich gehe mal von aus, oben drückt dann das Wasser rein, wenn man einkurbelt, beim Wobbler oder Spinner oder so. Machen jetzt mal die Transparenten auf. Die sehen, ja, basically ziemlich ähnlich aus. Ich würde mir fast denken, dass die hier für klares Wasser ein bisschen unauffälliger sind. Und jetzt haben wir hier noch diese, ja, Geruchsstoffe, Tasty Garnele, nicht zum menschlichen Verzehr geeignet, biologisch abbaubar, 100% hergestellt in Deutschland. 30 Aktivköderkapseln. Okay, machen wir mal auf den Kollegen und hoffen, dass ich jetzt nicht übelst die Stinkbombe öffne. Okay, man riecht gar nichts. Das ist schon mal auf jeden Fall was Positives, weil bei den
Geruchsstoffen, wie zum Beispiel ein Ilex Nitro Booster oder so, die riechen ja doch recht strong, wenn man das dann mal an den Fingern oder in der Tacklebox oder so hat. Könnt ihr mal gucken, wie gut die hier reinfitten. Weil theoretisch müsste ja noch ein bisschen Luft bleiben in den Kapseln dann für die Schnur. Also man macht den quasi hier rein. Den dann hier drauf. Und die Schnur kommt dann da durch, oder wie? Bin ich mal gespannt, Leute. Ich muss auf jeden Fall sagen, auf dem ersten Eindruck, für 40 Euro ein echt kleines Paket. Hier zwei kleine Plastikkapseln und 60 Geruchstabletten. Da muss jetzt schon ordentlich was kommen, dass dieser Preis gerechtfertigt ist, finde ich. Von daher bin ich mal gespannt, werde jetzt die Sachen packen. Wir gehen ans Wasser und schauen uns das Ganze mal im Praxistest an. Ich habe mich jetzt erstmal hier für Tasty Garnele entschieden, plus die transparenten Kapseln. Ich werde das jetzt ganz mal hier vor meinen Wobbler dran knoten, gucken, wie das hält. Da bin ich mal gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen auf den Lauf des Wobblers hat, beziehungsweise ja, generell irgendwie, wie gut das sichtbar ist unter Wasser. Wir schauen mal. Ich werde es auf jeden Fall genauso anbinden, wie es auch hier auf der Anleitung draufsteht. Bin ich mal sehr gespannt, was hier noch so draufsteht. Ist das eine Anleitung? Nee, okay, das ist nur ein Label. Gibt keine Anleitung dazu. Na gut. Finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, eine Anleitung wäre auf jeden Fall ganz gut, weil es bestimmt auch viele gibt, die das vielleicht nicht ganz durchblicken. Aber wir probieren es erstmal so. So sieht das Ganze jetzt auf dem Fluorocarbon montiert aus. Ich muss ehrlich sagen, was mich jetzt schon stört, ist, dass hier nicht irgendwie so ein kleiner Clip oder irgendwas verbaut ist, sondern ich jetzt eigentlich theoretisch, wenn es nicht die ganze Zeit auf dem Köder unten raufprallen soll, beim Auswerfen und beim Twitchen halt, einen Stopper mit einbauen müsste. Das finde ich ein bisschen unconvenient, weil das Ding ist hier komplett frei beweglich. Ja, finde ich nicht so cool, die Lösung. Also ich habe die Montage jetzt 1:1 so nachgebaut, wie es auf diesem Flyer drauf steht. Es gibt ja leider keine Anleitung mit dabei. Finde ich ein bisschen schade, weil wäre schon ganz gut, gerade für Leute, die nicht so oft angeln und vielleicht nicht wissen, wie man sowas montieren muss. Ich habe es erstmal so montiert, wie es halt genau auf dem Bild drauf war, den Wobbler, und ohne Stopper das Ding drauf. Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass es gut klappt. Leute, ist nicht lange gedauert. Oh, ein kleiner Rapfen. Geil. Ein kleiner Rapfen hier noch mal. Ganz schnell. Wieder weg. Krass, ging jetzt noch schneller als ich dachte. Erster Fisch. Ob es deswegen an dem iCarpio lag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gerade kontrolliert worden. Direkt nach dem Fisch. Deswegen muss ich kurz die Kamera ausmachen und konnte den Fisch nicht richtig präsentieren. War trotzdem mega geil. Direkt ein kleiner Rapfen. Gutes Zeichen. Also. Ja, vielleicht war es wegen des Geruchs, vielleicht aber auch nicht. Ich gucke mir jetzt erstmal an, wie die Kapsel aussieht. Schon relativ aufgelöst auf jeden Fall. Der Biss. Gucken, ob er nochmal rauf geht. Stehen lassen ein bisschen. War auf jeden Fall ein Biss. Zuallererst muss ich sagen, dass ich die Idee wirklich cool finde und auch cool finde, dass das so umgesetzt wurde und man am Ende sowas hat. Und ja, ich denke, es gibt bestimmt viele Einsatzmöglichkeiten, wo die auch wirklich Sinn machen. Zum Beispiel beim Schleppangeln oder generell beim Ostsee- oder Meeresangeln. Ich glaube, es macht das deutlich mehr Sinn als im Süßwasser, wo man ja tendenziell versucht, immer sehr, sehr unauffällig zu fischen. Dafür sind mir die Kapseln einfach ein bisschen zu auffällig vorm Köder. Außerdem wird der Lauf des Köders, also jetzt in dem Fall der Twitchbait, übelst eingeschränkt. Das war auch der Grund, warum ich das Angeln jetzt gestoppt habe. Der Köder lässt sich nicht mehr richtig twitchen. Die Bahnen sind nicht mehr so schön, wie der Köder läuft. Einfach, weil man eine riesen Kapsel direkt vor dem Köder hat, die natürlich den Lauf einschränkt. An sich kann ich mir aber schon vorstellen, dass das funktioniert. Ich persönlich würde mir das Produkt jetzt allerdings nicht nochmal kaufen, dafür ist es mir einfach zu teuer. Und wie gesagt, ich angle sehr viel im Süßwasser, sehr filigran, sehr unauffällig. Und da ist mir das Produkt einfach zu auffällig unter Wasser. Ich würde noch vorschlagen, weil ich glaube, man muss auf jeden Fall einen Stopper davor machen.
dass man vielleicht einen Stopper mitlegt, also mit in die Packung reinlegt, weil wenn man das jetzt mit ans Wasser nehmen will, so wie ich, und man hat keinen Stopper dabei, dann kann man das Produkt, glaube ich, gar nicht richtig testen. Das ist auf jeden Fall was, was ich bei dem Preis erwarten würde, dass da ein Stopper dabei ist und eine Anleitung, ganz wichtig, weil Leute, die das erste Mal testen und vielleicht nicht so versiert sind im Angeln, die wissen bestimmt nicht, was genau jetzt zu tun ist und wie man das richtig montiert. Wenn ihr Lust habt, dass ich diese Kapsel nochmal in der Ostsee, also beim Meeresangeln teste, zum Beispiel auf Plattfisch oder eben beim Schleppen, schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Ich lese mir die alle mal sehr, sehr gerne durch und dann mache ich das auf jeden Fall. Ansonsten Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir haben schon fast die 10.000 Abos, mega, mega geil. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Also macht's gut, Leute. Ciao, ciao.